Einen wunderschönen guten Tag, liebe und willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit einem Special Event in Daytona. Wir haben ein Markenrennen im Plymouth Superbird. Bam. Wir gucken mal, wie es hier läuft. Ja. Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Ich glaube, er wird von Mika Häkkinen gesprochen. In Cars. Auf jeden Fall, in Cars gibt es ja auch den blauen. Ich glaube, der soll einen Plymouth Superbird darstellen. Oh, oh. Oh. Okay, komm vor Mittelreifen. Muss ich mich mal kurz dran gewöhnen. Alter. Wie hoch man da ist. Oh. Alter. Kann man die Autos hier tunen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, so haben wir keine Chance. Wir sind komplett hinterher. Rennshop. Oh, Tatsache. Komm, nehmen wir mal weiche Sportreifen hier. Das ist ja kein Zustand hier. Also das ist ein Zustand mit dem Auto, so wie er da gerade war. Es wird ja halt auch nicht gesagt, wie viele Leistungspunkte man haben sollte. Da steht aber nichts dabei. Mal schauen. Vielleicht packen wir gleich mal richtig fett Tuning in die Karre. Mal gucken. So. Oh, es wankt und schwankt, als würde man hier wirklich ein Schiff steuern. Aber ein doch recht unruhiges. Also aus der Kurve raus sind wir schneller als zum Beispiel der Führende. In den Kurven holen wir sowieso Zeit auf. Auf den Geraden sind wir aber langsamer. Und jetzt holen wir wieder 400stel auf. Jetzt auch 8000stel. Und jetzt verlieren wir Zeit. Also die haben stärkere Motoren noch. Einfach nur mal kurz als Randnotiz. Oh! Turbocent. Bam, Junge. Sekunden zu P1. Oh. Ja, 200. Hier sind wir plötzlich schneller auf der Geraden als der Führende. Warum? Gut, wahrscheinlich weil Windschatten, ne? Oh, nein, ich bin ein bisschen nach... Welche Richtung ist das? Ich glaube nach rechts rüber. Sorry, Pounder. Müssen wir neu starten. Aber ich glaube, mit dem Set hier können wir es sogar schaffen. Mit den Konfigurationen. Aber warum hat das Auto... Hat das so eine Speziallackierung bei mir jetzt schon? Also ist das schon ein bisschen Race Livery mäßig mit so ein paar Aufklebern oder so? Oder ist es Standard bei dem... Ich muss sagen, der fährt sich lustig. Also klar, in den Kurven teilweise, wenn du ein bisschen stärker lenkst, absolut biestig, weil es wankt halt wirklich enorm. Aber abgesehen davon, der Laune. Ah! Hui. Eineinhalb Sekunden zu P1. Ich bin jetzt weiter weg als eben. Aber hier sind wir trotzdem schneller. Warum? Das check ich irgendwie nicht. So, direkt ganz rechts bleiben hier. Er hat halt später gebremst als ich und ich habe mich so leicht nach rechts rübertragen lassen. Hätte ich nicht früher gebremst als er, dann wäre da auch Platz gewesen, aber so
war da logischerweise dann kein Platz mehr. Ja, er ist hier die deutsche Version von Spider-Man, er ist Dieter Parker. Oh! Ja, in Sachen Endgeschwindigkeit bin ich ja doch ein bisschen hinterher. Krass. Oh! ...6,1 Sekunden zu P1, also... Noch fehlt da ein bisschen was. Kommt schon! Fahrt schneller! So, bei Parker muss ich jetzt eigentlich eine enorme Dive-Bombe jetzt abziehen. Ah! Warum bist du in der Kurve so langsam? Ich wollte eigentlich hier Dive-Bomben. Und es klappt. Jawohl! Auf geht's. Wir können jetzt rankommen. In der Bus-Stop-Schikane können wir gleich auch noch ein bisschen Zeit rausholen, glaube ich. Jetzt habe ich hier den ganzen Schwung mitnehmen können. Das ist wahrscheinlich der, der an Cars dann auch angelehnt ist hier vom Design her im Spiel. Eine Sekunde nach vorne. Let's go. Wir sind dran. Da geht was. Ja, wir haben 4,5 Sekunden in dieser Runde aufgeholt. 4 Sekunden etwa. Let's go. Drei zur Spitze. Ich lerne dazu. Einmal links vorbei, einmal rechts vorbei. Oh! Ah! Da ist er mir jetzt reingefahren. Malen. Ich mag nicht. Ne, wir tunen die Karre jetzt. Wir gucken einfach mal, was wir hier rausholen können. Jetzt kommt der Redemption Arc. Jetzt kommt quasi dieses, ey, die Aufholjagd quasi, die es in so Filmen wie Cars dann immer gibt. Nur, dass wir halt ein Rennen machen, bei dem wir alles zerbersten jetzt. Auf geht's. 540 Leistungspunkte, Carbon-Keramik-Bremsen, selbstverständlich. Neue Karosserie brauchen wir nicht. Kanäle polieren, machen wir einmal. Motor Balance-Tuning, machen wir. Kolben up hoch. 7,2 Liter Motor jetzt. Oh. Rennladeluftkühler, Kompressor, hohes Drehmoment. Ich mag ja Kompressor-Sound gerne. So ein SLR hat auch einen Kompressor drin, finde ich geil. Ansonsten so eine Hellcat oder so. Auch absolut wildes Biest. Voll anpassbare Aufhängung. Ah, wie sehr ändert sich die Höhe? 3 Zentimeter. Nee, wait. 1560 mm, 30 cm, oder? Sogar.
Nee, 3 Zentimeter. Ja, wir sind bei der... Beachtet nicht, was dieser Mann hier sagt. Er ist verwirrt. Regelmäßig. Immer. Bro, wir haben fast 700 Leistungspunkte aus diesem Auto rausgeholt. Wie? Wie passiert das hier gerade? How on earth? Warte mal. Hey, Diff müssen wir hier. Wir können sogar noch Gewichtsreduktion reinpacken. Alter, okay, das wird absolut insane jetzt. Holy guacamole. 700 Punkte überschritten. Bro. 730 Leistungspunkte. Alter Verwalter. Malta, ey. Das ist... Das ist, ja. Ja. Jetzt kann man uns sogar einmal rammen und trotzdem gewinnen wir das Rennen. Wahrscheinlich. Aber das ist gerade schade gewesen, weil ich hätte mir gerne das spannende Finish gewünscht. Aber die KI so, nö. Edgy Badge. Pam. Haut mich weg. Alter. Okay. Oh mein Gott! Okay, es ist too much. Alter! Alter! Was ist das? Was ist das denn bitte? Um Himmels Willen. Okay. Einen anderen Flügel kann ich gar nicht reinpacken. Ja, Downforce vorne bringt mir jetzt nicht so unglaublich viel. Er ist wahrscheinlich auch kein großartig einstellbarer Flügel. Es ist halt einfach nur so eine Theke, die da hinten draufgesetzt wurde. Und jetzt, ja, Pharma. Die Medikamentenhersteller. Pharma. Ja, ist auf jeden Fall wildes Biest. Boah. Okay, wir versuchen einfach nochmal einen Run. Ich kaufe schon mal einen Motorkraftbegrenzer und schau mal, ob wir da eventuell sogar noch ein bisschen Leistung reduzieren sollten. Ansonsten, ja, wie gesagt, Abtrieb kannst du nicht anpassen. Höchstgeschwindigkeit auf 240 ausgelegt. Gehen wir mal auf 300. Gut, ansonsten sollte es ja helfen, wenn wir den ein bisschen untertourig fahren, wenn der Kompressor für hohe Drehzahl eher aktiv ist. Passen wir mal ein bisschen auf hier. Oh, dann schläft er aber auch wirklich. Oh! Gott. Also es zeigt halt auch mal wieder, es reicht halt nicht, ein Auto einfach nur schnell zu machen quasi. Im Sinne von, versuchst die maximale Leistung ins Auto zu pressen. Irgendwie muss sie auch auf die Strecke gebracht werden und das ist gerade absolut verrückt. Um Himmels Willen, ey. Too fast, too furious. Amerikanische Power. Oh mein Gott, der rutscht weg. Ich rutsch bitte nicht an die Box. Rutsch nicht an die Box. Okay. Es gehört schon viel dazu. So viel Leistung.
zu haben, dass man sich in Daytona dreht. Im Oval. Im Oval. Heiliges Kanon. Oh, das Ding ist halt... Aua. Oh. Oh. Ey, also... Wir müssen mal kurz hier in die hier Sicht schalten. Ab wie viel Drehzahl geht's denn so richtig ab? Also ich habe das Gefühl, ab 4, 4,5 kommt der Kompressor so richtig dazu. Und ab da ist Feierabend. Ab da ist verrückt. Moment, wir gehen mal ein bisschen runter mit der Drehzahl wieder. Ja, ab 4000 ist der Kompressor da. Das ist... Wow. Okay, jetzt wird er wieder instabil. Ich muss wieder ein bisschen aufpassen, weil er wird ein bisschen rutschig. Und hier fangen wir mal... Oh! Hier fangen wir mal im fünften Gang gleich an zu... Ja, ich wollte eigentlich den fünften beschleunigen. Machen wir jetzt auch mal. Also. Super gecruised, super entspannt. Hier macht der Kompressor nichts. Man merkt aber auch, jetzt macht er mehr. Jetzt macht er noch mehr. Je höher er dreht, desto schneller baut er dann auch Drehzahl auf. Das ist schon geil. Wenn es kontrollierbar wäre, wäre es absolut geil. Oh! Wie war es aber? Nach rechts lenken, um nach links zu lenken? Nee. Nach rechts lenken, um links zu fahren? Also, das ist wirklich ein Biest. Ich habe ja beim letzten Video ein bisschen über die Supra gesprochen. Oder den Supra, wie auch immer. Habe ja gesagt, ey, der ist schon... ein bisschen unruhiger, ja? Aber das ist halt wirklich, also ihr seht es, ist... Wenn du im Moment nicht aufpasst, abfangen wird echt schwer. Das ist halt wie, wenn im Fußball der Ball halt schon im Netz ist, so. Sorry. Muss halt hoffen, dass er von außen ans Netz gegangen ist, sonst, wie gesagt, gibt es da kein Halten mehr. Okay, let's go. Ich bin mal gespannt, was schafft die Karre jetzt. Und hoffentlich drehen wir uns jetzt nicht nochmal. Alter. Bei 20. Oh, 3,24 über nochmal geschafft. Okay, krass. Ich sehe auch gerade, er hat nicht wirklich so eine Renn-Livery, wie ich dachte. Okay, abgefahrenes Teil. Werte Damen und Herren, 100.000 extra Credits abgeholt. Fitch gut. Das erste von den wöchentlichen Dingern lohnt sich eigentlich immer ganz gut. Und gerade wenn man so ein Special Event und so ein Markenrennen hat. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Rennen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne Abo raus, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Wenn ihr Content-Ideen habt, was ihr gerne sehen wollt, sagt gerne Bescheid. Bis demnächst. Ciao, ciao.